Heute ist der 8. Februar 2015. Und los geht das. Thank you.
Zentrum ist rechts. Langsam fahren. Oho. Hier ist irgendwo Rangenberg. Aber die alte Kokerei war auch irgendwo hier. Spezialitäten aus der deutschen Küche haben wir hier mal. Linke Seite. Wirklich erwähnenswert. Ganz selten jetzt. Da fahren wir öfter mal links und gucken mal, ob es sie noch lange gibt. Das wird doch immer weniger. Langsam schon Küknitz. Berlin-Döner ist hier. So Berlin-Döner findest du nicht auf dem Balkan. Ne? Da kannst du rumfahren, wie du willst. Das findest du nicht. Dafür gibt es das hier in Küknitz. Den Berlin-Döner. So, und jetzt müssen wir anhalten. Oh, lass mal weiter filmen. Macht ja nichts. Oh, hier haben wir das alles. Und Rote Hahn wollen wir auch noch mal hin. Unsere Standardtour ab Roten ist ja auch nicht mehr weit. Ne? Oh, lass mal, da wollen wir ja doch nicht hin. Timmendorf noch vielleicht? Mal gucken. Timmendorf, ja, müsste man eigentlich mal machen. Wir haben bald dieses G20-Treffen in Timmendorf. Aber das machen wir mal bei Tag. Das ist hier nur eine Probefahrt und gucken, wie die Kamera bei Nacht funktioniert oder Dunkelheit. Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Das Panasonic und allerdings 4K. Ja. So, da ist der Syritaki. Der Syritaki, er ist aus Griechenland. Gehe ich mal von aus. Und das ist auch auf dem Balkan aus. Also soweit ich da gekommen bin, bis Albanien, dann kannst du durch Slowenien, Kroatien und bis Albanien fahren, auch in Albanien umgucken. Es gibt da kein griechisches Restaurant. Echt nicht. Da kannst du gucken und gucken, da findest du nichts. Hier aber in Küknitz, alles da. Und das finde ich cool, denn ich mache das auch. Ich bin letztens auch bei so einem Griechen eingekehrt und da habe ich Currywurst und Pommes gegessen. Haben Sie auch gehört? Ja. An das andere habe ich mich noch nicht so reingetraut, aber wenn ich nächstes Mal wieder da runterfahre, dann
fahre ich vielleicht nochmal, weiß ich nicht wo. Aber nach Griechenland traue ich mich auch nicht rein, weil die ja da irgendwie mit den Deutschen Ärger machen wollen. Mit Merkel zumindest. Und da habe ich dann auch so ein bisschen Angst, ne? Dass sie mir da irgendwie was antun. So, rechts rum. Dann gucke ich aber auch mal, ob es da überall schon griechische Restaurants gibt. In Serbien und so, da wird es ja auch mal welche geben. So, ja, mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Da gucken wir mal ein bisschen rechts. Schwierige Wohnsituation in Reihenformat. Formation. Warte ich erstmal, ich lasse meinen Motor abkühlen. Jetzt. Dann geht das ja nicht weiter. Dann muss ich auch mal den Motor abkühlen lassen. Boah, das geht ja nicht, ne? Dann gucken wir mal ein bisschen dahin und so. Na, siehste. Boah, das wird doch gleich weniger, ne? Nicht, dass es zu heiß wird und so. Siehst du, das blubbert da hinten schon im Motor. Wer hört das? Ich höre das. Guck mal, das sind Luftblasen. Dampfblasen. Das ist so heiß. Was gibt's denn hier? Hundetraining. Was ist da? Hat einer einen Wohnwagen? Guck mal. Oh, da ein Wohnwagen. Oh, kann auch mal geradeaus gucken. Genau. Das ist ja langweilig. So, wenn das Blubbern aufhört, dann fahren wir weiter. Das ist ja schlimm, ist das.
Ja, guck mal hier mal schön. Der Spiegel ist im Weg. Macht aber nichts. Ja, es ist wirklich schlimm mit dem Motor hier. Dass er immer zu heiß wird. Boah, lass wieder geradeaus gucken, so als. Oder ein bisschen da gucken. Das lohnt ja heute gar nicht bei den billigen Speichermöglichkeiten, die Kamera noch abzustellen. Das brauchen wir da gar nicht mehr. Das ist alles kein Problem mehr. Na, wann hört er nur auf zu blubbern? Soll mal langsam aufhören. Roter Hahn soll das hier sein. Na, nun bist. Mir das aber auch egal, nur fahr ich weiter. Ja, spring noch an. Gut, egal. Wetter eben zu heiß. Ja, über 90 Grad, das ist zu heiß. Das soll nicht sein. Dann kommen wir nochmal wieder und dann hoffen wir, dass es ein bisschen kälter ist draußen. Dass es nicht immer zu heiß wird. So, jetzt machen wir. Oh ne, jetzt fahren wir hier zurück. Stolzes Land. Früher. Na, ist rechts abbiegen. Da brauchen wir hier nichts. Fahren wir. Achso. Na gut. Super. Danke sehr. Hat mich einer vorgelassen. Hier. Die Rangberg wollen wir jetzt nicht. Wir
mal die 75 oder zurück. Wir gucken uns erstmal an, wie das alles geworden ist. Dann kommen wir nochmal wieder vielleicht. War ganz schön düster hier. Kügnitz war das. Mal sehen, ob es da hinten blitzt, ob irgendeiner zu schnell fährt. Lärmschutz, 60. Ich bin natürlich auch schneller als 60, aber das lassen wir lieber hier. Das wollen wir lieber lassen. Kommen. Im Gongo auf der Autobahn, das ist auch selten und sowas.